Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 54, Antrag der Fraktion der FDP betreffend eine Aktuelle Stunde, Landesregierung auf dem Holzweg, FSC-Zertifizierung ist wirtschaftlich schädlich und bringt ökologisch nichts. Hierzu kommt die zu, wie bereits mitgeteilt, die mündliche Frage Nummer 939 der Abgeordneten Knell nach § 37 Absatz 8 der Geschäftsordnung. Danach der Antrag der Fraktion der FDP betreffend Landesregierung auf dem Holzweg zur Abstimmung und danach der Dringliche Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN CDU betreffend FSC-Zertifizierung des Staatswaldes. Ich öffne die Aussprache. Das Wort hat Abgeordnete Knell. Bitte? Stell die Frage zuerst. Ja, das muss man machen. Das Mikro freischalten. Ich muss erst mal gucken, was ist. Das ist der Punkt. Vorne. Ich frage die Landesregierung, warum hat sie das vorliegende Gutachten zu den Auswirkungen der FSC-Zertifizierung auf den Staatswald und Hessenforst noch nicht veröffentlicht, obwohl dieses bereits seit längerer Zeit vorliegt? Frau Staatsministerin, und das Wort. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, das Gutachten zur FSC der Firma Unique ist inzwischen durch das Umweltministerium abgenommen worden. Wie im Fachausschuss zugesagt, habe ich die Obleute direkt am Tage der Veröffentlichung informiert, am 23. Januar 2018. Das Gutachten steht auch auf unserer Internetseite zum Download zur Verfügung. Sie haben es aber, glaube ich, persönlich auch bekommen. Dann kommen wir jetzt zur Aussprache der Aktuellen Stunde. Das Wort hat Frau Abgeordnete Knell. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die vollständige FSC-Zertifizierung des Hessischen Staatsforstes, der mehr als 40 % des Waldes in Hessen ausmacht, ist nichts anderes als ein Geschenk der CDU an die GRÜNEN. FSC ist ein grünes Symbolthema. Es soll die grüne Seele streicheln und nach außen zeigen, wie toll sich die GRÜNEN in Hessen durchsetzen. Und die CDU macht mit, und es ist dieselbe CDU, die immer wieder gesagt hat, dass eine vollständige FSC-Zertifizierung des Staatsforstes keinen Sinn macht. Ich zitiere Dr. Walter Arnold, der am 23. August 2013 auf der Generalversammlung des Hessischen Waldbesitzerverbandes in Lich gesagt hat, eine Zertifizierung nach FSC wird die CDU nicht mitmachen, weil diese viele betriebswirtschaftliche Nachteile hat. Zitat Ende. Nach der Landtagswahl und nach dem Zustandekommen von Schwarz-Grün war sich die Union dann nicht mehr so sicher. Dann hieß es von Dr. Arnold, man werde sich die ökologischen und ökonomischen Entwicklungen in den neu ausgewiesenen FSC-Forstämtern genau anschauen. Aber auch davon ist die CDU nun abgerückt. Die Stellungnahme von Hessen-Forst war nämlich negativ. Und FSC bringt nach Ansicht des Landesbetriebes keine spürbaren ökologischen Vorteile. Es ist unwirtschaftlich und unpraktisch, weil im Wald nicht nur Bäume des Landes Hessen stehen, sondern die Waldflächen von Kommunen und privaten Waldbesitzern gemeinsam bewirtschaftet werden. Die Grenzen zwischen Staatswald, Kommunalwald und Privatwald interessieren auch den Borkenkäfer nicht. Wenn er den hessischen Wald kaputt macht, erklären Sie bitte einmal den hessischen Förstern den ökologischen Vorteil. Gerade jetzt, wo in Nordhessen Hunderttausende Kubikmeter durch das Sturmtief Friederike zu Nadelholz zu Boden gebracht wurden, ist das nicht erklärbar. Das versteht niemand. Ihre Vorstellungen sind einfach weltfremd, und das hat Ihnen auch Ihr eigener Landesbetrieb gesagt. Aber trotz dieser negativen Beurteilung hält die CDU, hält die Landesregierung an diesem falschen Kurs fest. Und das Problem ist nicht, dass Sie nicht die Fakten kennen. Das Problem ist, dass Sie diese Fakten ignorieren. Und aus rein politischen Gründen, aus rein Gründen der Koalition wird der wirtschaftliche Schaden für den hessischen Staatswald in Kauf genommen. Und diese Auswirkungen bleiben auch nicht auf Hessenforst beschränkt. Auch die Städte und Gemeinden, die bisher ihre Wälder von Hessenforst bewirtschaften ließen, sind betroffen. Und immer mehr Gemeinden steigen aus der Regelbeförsterung aus. Das hat uns Frau Hinz ja auch in einer Anfrage beantwortet. Seit
Mitte 2015 waren das Groß-Gerau, Rauenheim, Rüsselsheim, Lichtenfels, Büttelborn, Prachtal, Löhnberg, Nierenberg, Dornburg und Weinbach. Vor zwei Jahren hatten Sie noch Preissteigerungen für die Kommunen ausgeschlossen. Tatsächlich steigen diese Gebühren aber über 4%. Mit Ihrem FSC-Wahn schädigen Sie nicht nur Hessenforst, Sie treiben auch einen Keil zwischen die bewährte Zusammenarbeit von Hessenforst, von den Gemeinden und privaten Waldbesitzern. Weil der Ministerin die Aussagen von Hessenforst politisch nicht gepasst haben, wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben, das Hessenforst dann widerlegen sollte. Aber offenbar haben auch diese Aussagen der Ministerin nicht gepasst, weil dann ja die Gutachter von Unique die Grundaussagen von Hessenforst auch nicht ausräumen konnten oder wollten. Und selbst diese Unique-Gutachter sprechen von einem jährlichen Verlust durch FSC für Hessenforst von 8 bis 10 Millionen Euro. Und davon, meine Damen und Herren, könnten wir uns zweimal Kassel-Calden leisten. Die jährlichen Kosten nur für die Zertifizierung betragen 1,2 Millionen Euro. Fatal ist auch, dass Flächenstilllegung und damit eine geringere Holzproduktion in Hessen durch mehr Holzimporte, vor allem dann auch aus Russland, ausgeglichen werden würde. Und im Klartext heißt das, wir gewinnen weniger Holz aus gesunden hessischen Wäldern und lassen dafür Holz aus Russland über mehrere tausend Kilometer nach Hessen karren. Und das ist auch ökologisch. Das ist auch ökologisch der größte Quatsch des Jahrhunderts. Ja, ich schlafe dadurch nicht besser, aber vielleicht mögen die Grünen es ja. Meine Damen und Herren, um ein grünes Wahlkampfthema voranzutreiben, schädigt die CDU wissentlich den ländlichen Raum. Durch Stilllegung von Waldflächen gefährden sie Arbeitsplätze, und das sind bis zu 500 Arbeitsplätze. Sie machen hier knallharte Politik gegen den ländlichen Raum, und das können wir so nicht hinnehmen. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Abg. Feldmayer. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir GRÜNE haben uns immer wieder dafür eingesetzt, auf allen Ebenen, dass Wälder nach FSC-Kriterien zertifiziert werden, in den Kommunalwäldern, aber auch im Hessischen Staatsforst. Deswegen freuen wir uns natürlich, dass dieses Jahr noch der ganze Staatsforst nach FSC zertifiziert werden soll. Ich möchte Ihnen auch erklären, warum das so ist, warum wir die FSC-Zertifizierung auf allen Ebenen vorantreiben. Die FSC-Zertifizierung gewährt in allen drei Bereichen der Nachhaltigkeit höchste ökologische Standards. Was sind die drei Bereiche der Nachhaltigkeit? Die Ökonomie, die Ökologie und das Soziale. Ökonomie bedeutet bei FSC, dass weiterhin natürlich Holz geerntet werden kann. Und wenn man sich die Zahlen von Hessenforst anschaut, seitdem der Hessenforst nach FSC zertifiziert worden ist, da ist doch kein Erntefestmeter weniger Holz geerntet worden, meine Damen und Herren. Also von daher, was Sie gesagt haben, Frau Knell, das ist völliger Quatsch. Soziales. Das Soziale ist uns natürlich wichtig. Wir wollen, dass die Waldarbeiterinnen und die Waldarbeiter im Hessischen Staatsforst nach Tarif bezahlt werden und dass Gesundheitsschutz großgeschrieben wird. Und wir wollen natürlich auch, dass es ökologisch vorangeht im Staatswald, im Hessenforst. Wir wollen, dass auch spezialisierte Arten, wie zum Beispiel der Schwarzstorch, dass der auch einen Lebensraum findet im Staatsforst. Und genau dieser Dreiklang ist uns wichtig, und dieser Dreiklang wird mit höchsten FSC-Standards festgeschrieben. Es wird nachgeprüft und, das ist ganz wichtig, von einem unabhängigen Gutachter dann auch kontrolliert, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, es stimmt einfach auch nicht, dass das Gutachten gesagt hat, dass es keinen ökologischen Mehrwert hat, wenn der Staatsforst nach FSC zertifiziert wird. Wenn Sie sich das Gutachten anschauen, Seite 45, da steht schwarz auf weiß, alle drei Varianten stellen gegenüber den Basisszenarien eine ökologische Aufwertung dar. Und genau das ist es, was wir wollen, meine Damen und Herren. Ich sage mal, das Gutachten ist sehr unterschiedlich,
hat unterschiedliche Szenarien betrachtet. Und es kommt auch zu der Schlussfolgerung, dass es 3,5 Millionen Mehreinnahmen geben kann. Auch das ist möglich, meine Damen und Herren von der FDP. Also von wegen Verluste, das ist nicht so eindeutig in diesem Gutachten dargestellt. Meine Damen und Herren, die Hälfte der Forstämter ist jetzt in Hessen zertifiziert. Es gab überhaupt keine Probleme, das zu machen. Die Försterinnen und Förster hatten damit überhaupt kein Problem gehabt. Also von daher weiß ich auch gar nicht, was Sie jetzt wollen. Es gab keine Probleme und es wird keine Probleme geben, denn der Hessische Staatsforst wurde bisher auch vorbildlich bewirtschaftet. So. Und ich weiß überhaupt nicht, warum die FDP jetzt so einen Popanz aufbaut. Also, Sie haben es uns doch wunderbar einfach gemacht mit der Vorgängerregierung von CDU und FDP. Sie haben doch dafür gesorgt, dass diese Kernflächen, dass diese stillgelegten Flächen schon ausgewiesen worden sind mit 6% im Hessischen Staatswald. Genau das ist, was wir auch als Voraussetzung gebraucht haben. Und darauf konnten wir wunderbar aufbauen, meine Damen und Herren von der FDP. Also von daher vielen Dank dafür. Und was ist denn schlimm daran, wenn ein Bundesland auch eine Vorreiterrolle einnimmt bei bestimmten Dingen? Das machen wir doch auch bei anderen Sachen, dass wir vorbildlich agieren. Erinnern Sie sich oder schauen Sie mal an das Audit Beruf und Familie, was wir haben, oder die PEFC-Zertifizierung. Alles Dinge, wo wir sagen, da wollen wir als Land Hessen voranschreiten. Das ist es uns etwas wert, dass wir hier zertifiziert werden, dass wir hier begutachtet werden, dass die Menschen hier gute Bedingungen vorfinden. Und warum auf einmal ist das jetzt ein Problem bei der FSC-Zertifizierung? Das konnten Sie jetzt auch nicht eindeutig beantworten, Frau Knell. Vielleicht noch ein letztes. Überall dort, wo die FDP die Chance gehabt hätte, die Zertifizierung eines Staatswaldes rückgängig zu machen, wo Sie jetzt an der Regierung sind, da machen Sie doch gar nichts. Der Bundesforst ist FSC-zertifiziert. Der Bundesforst ist FSC-zertifiziert. Die FDP hat nichts dagegen gemacht. Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen. Was macht die FDP? Sie schweigt. Aber hier baut sie einen Popanz auf, weil sie der CDU natürlich da eins mitgeben will. Schon klar, haben wir verstanden. Und ganz lächerlich wird es doch auch bei dem Thema, wenn wir mal überlegen, wie Sie tun, wenn es um Windkraft geht. Da wollen Sie sich ja fast an jeden Baum ketten. Da tun Sie ja so, als wären Sie die größten Naturschützer. Und jetzt, wo man tatsächlich, jetzt, wo man etwas tun kann, wo man sagen kann, ja, wir stehen dazu, wir wollen, dass der Wald FSC zertifiziert wird, da sind Sie dagegen. Also in dieser Sache sind Sie komplett unglaubwürdig. Meine Damen und Herren, ich freue mich. Wir freuen uns jedenfalls, dass es jetzt vorangeht mit der FSC-Zertifizierung. Und wir hoffen natürlich, dass wir auch die SPD jetzt da wieder an unserer Seite haben, wo sie so einen Schlingerkurs hingefahren ist, die ganze Zeit bei FSC-Zertifizierung dafür, dagegen, dafür, dagegen. Und wir hoffen, dass jetzt das jetzt gilt, was der Fraktionsvorsitzende der SPD schon angekündigt hat, dass die SPD wieder zur FSC steht und dass sozusagen da jetzt wieder Vernunft eingekehrt ist, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Abg. Schott für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Einer der wichtigsten Aspekte der FSC-Zertifizierung ist die Flächenstilllegung. Auf diesen hoffentlich sorgfältig nach ökologischem Potenzial ausgesuchten Waldflächen kann sich ein naturnaher Wald mit einer typischen Altersstruktur entwickeln. Und weil Bäume in der Regel älter werden als Menschen, eine Stieleiche wird durchschnittlich 500 bis 800 Jahre alt, dauert es mehrere Jahrzehnte, bis sich die Nutzungsaufgabe im Anteil an Totholz der Altersstruktur und einer für uralte Bestände spezifischen Artenzusammensetzung bemerkbar macht. Es werden im Altersstadium nicht unbedingt mehr Arten sein, aber andere. Wie das Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena in einer im Januar 2017 publizierten Studie untersucht hat, bilden alte Waldbestände kontinuierlich und mehr CO2 als junge. Und das gilt weltweit, also auch in Hessen. Entscheidend sei dabei aber mehr das Alter als der Artenreichtum der Wälder. Da scheint die FDP also daneben zu liegen. In der Schule überhaupt nicht aufgepasst hat da jemand, als der Kohlendioxidkreislauf durchgenommen wurde.
Kein Wald kann bei seiner Zersetzung jemals mehr CO2 freisetzen, als er zuvor gebunden hat. So, und jetzt ist Schluss mit der Sendung für die Maus für die FDP. Und politisch sollten Sie sich einmal mit sich selber einig werden, liebe FDP, ob Sie den Wald schützen wollen, wie Sie ganz laut schreien, wenn es darum geht, irgendwo ein Windrad zu verhindern, oder ob Sie was gegen den Waldschutz haben, wenn FSC dran steht. Werden Sie sich einmal einig mit sich selber, Herr Greilich. Das Ja, Sie sind sich einig. Das Problem der FDP scheint darin zu bestehen, dass es nicht in ihr Weltverständnis passt, dass es sich eine Gesellschaft etwas kosten lässt, einen Teil ihrer Wälder, und es geht hier nur um 10 % nicht ökonomisch zu nutzen. Diese Wälder erfahren dabei eine ökologische Wertsteigerung, aber die kann man nicht an der Börse handeln. Und die kann man nicht zu Geld machen. Die steht für so etwas wie Klimaschutz, Bodenschutz, Grundwasserschutz und auch für Erholung. Und da hat die FDP etwas mit dem sogenannten freien Markt gemein. Beide sind ökologisch komplett blind. Das kommt dabei heraus, wenn man den Wald nur als Holzacker betrachtet. Weil es in der Biodiversitätsstrategie steht, gäbe es in Hessen übrigens auch ohne FSC-Zertifizierung die Pflicht, Waldflächen für eine natürliche Waldentwicklung auszuweisen. Ausgesprochen skurril ist es, die Steigerung der Beförsterungskosten durch Hessenforst mit der Schuldenbremse zu begründen. Bekannt ist, dass Hessenforst und die Landesregierung das Bundeskartellamt im Nacken hat. Das Kartellamt vermutet unter anderem eine den Wettbewerb verzerrende Dienstleistung, weil Hessenforst angeblich keine deckenden Preise für die Beförsterung ansetzt. Preise für die Beförsterung waren also offensichtlich zu tief. Um eine Untersuchung der Kartellbehörde zuvorzukommen, musste Hessenforst an der Stelle eben die Preise annehmen. Und wer verpflichtet immer weiter freien Markt- und Wettbewerbsrecht? Und wer will immer alle Dienstleistungen privatisieren? Wer hat es erfunden? Die FDP. Ja, also ich meine, Sie können doch nicht auf der einen Seite immer Markt- und Kartellrecht und Privatisierung schreien und auf der anderen Seite, da wo das dann Folgen zeigt, die Landesregierung dafür angehen, dass sie diesen Folgen versucht entgegenzuwirken und hier etwas für Hessenforst zu tun. Diese Preishebung war notwendig, das wissen wir alle. Wir sind bei der FDP darin, dass es transparent sein muss und dass Gutachten vorgelegt werden müssen. Das haben wir aber in der Zwischenzeit. Hier haben sich die Zeitläufe einfach überholt. Vielleicht hätte das ein bisschen vorzeitiger geschehen können. Das kann ich aber nicht wirklich beurteilen. Es gibt für uns jedenfalls keinen Grund, diesem Ihrem Antrag zuzustimmen. Das Wort hat Herr Abg. Landau für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Uns als CDU ist wichtig, dass der Wald in Hessen nach höchsten Standards nachhaltig und umweltschonend bewirtschaftet wird, weil er als unser Erbe für künftige Generationen erhalten bleiben soll und weil er viele Funktionen für die Umwelt, die Artenvielfalt, den Klimaschutz, den Wasserhaushalt, aber auch eben als Erholungsraum für die Menschen und natürlich letztlich auch für die Eigentümer als Wirtschaftsraum erfüllen soll. Alles zusammen. Weil das durch Hessenforst und auch durch private Waldwirtschaftsunternehmen auf Grundlage eines modernen Waldgesetzes genau dieses bereits passiert, haben wir als Union der Entscheidung, ob wir den Staatswald nach FSC-Standards zertifizieren wollen, eine intensive Diskussion an eine breite Abwägung vorangestellt. Wir wollten Informationen bezüglich eines zusätzlichen Nutzens ebenso wissen wie entstehender neuer Kosten. Und wir haben zur Kenntnis genommen, dass der neue FSC-Standard, auf den wir dann hinauslaufen, nämlich FSC 3.0, eben nicht vorschreibt, dass wir sofort und vollständig alle FSC-Standards erfüllen müssen, sondern dass wir uns hier in einen kontinuierlichen Prozess begeben. Deshalb haben wir in der Koalition festgestellt, dass wir schrittweise vorgehen wollen und uns die Folgen von FSC ganz genau anschauen. Ich bin dankbar, dass das Umweltministerium dem gefolgt ist und wir sehr detailliert
und sorgfältig aufbereitete Informationen und auch eine wissenschaftliche Bewertung vorgelegt bekommen haben. Wir haben gesehen, dass der Landesbetrieb Hessen-Forst mit seinen gut ausgebildeten und leistungsfähigen Mitarbeitern problemlos in der Lage war, die sozusagen probeweise Zertifizierung ausgesuchter Forstämter nach FSC ohne Friktion umzusetzen. Dafür den Mitarbeitern ein großes Dankeschön. Auf der anderen Seite kostet die FSC-Zertifizierung des Staatswaldes uns als Land zusätzliches Geld und wird Einnahmen des Landesbetriebes verringern. Das ist unbestritten. Die Höhe ist nicht an jeder Stelle abschätzbar. Und ich füge hinzu, der Schutz und der Erhalt unserer Staatswälder und die Erhöhung der Artenvielfalt ist primär keine Frage des monetären Gewinnes, so wie es anscheinend die FDP sieht. Wir wissen auch, dass wir jährliche Zertifizierungskosten haben, die, um nur einmal eine Zahl an der Stelle zu nennen, ungefähr bei 2% sämtlicher Kosten von Hessen-Forst liegen. Ich denke, das ist an der Stelle, das kann man so sagen, eine überschaubare Größenordnung. Auf der anderen Seite wird die umweltschonende Bewirtschaftung des Waldes eine positive Wirkung auf Natur, Arten und Bodenschutz haben. Manches davon ist sichtbar und spürbar, wird eine größere Naturnähe, neue Lebensräume durch unbewirtschaftete Flächen und den Verzicht einer Derbholznutzung und damit eine Verbesserung der Nährstoffversorgung des Bodens mit sich bringen. Anderes wird für den Bürger vielleicht nicht so auffallen, wie ein Mehr an Bodenschutz durch weniger Rückegassen oder ein positiver Effekt auf den Wasserhaushalt, wenn der Landesbetrieb fast gänzlich auf Pflanzenschutzmittel in seinem Bereich verzichtet. Wir wissen nicht, wie sich die Holzpreise für FSC-Holz und die von nicht nach FSC zertifizierten Holz langfristig entwickeln werden. Derzeit sind die wenigsten Holzeinkäufer bereit, für FSC-zertifiziertes Holz einen Mehrpreis zu zahlen. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Nachhaltigkeitsansprüche der Endverbraucher in den kommenden Jahren zu einer erhöhten Nachfrage nach ökologischen Endprodukten, hier halt Holz, führen wird, weshalb übrigens bereits Einkäufer wie IKEA, Otto oder auch Obi und andere Teile der Papierindustrie jetzt schon verstärkt auf FSC-Holz setzen. Und wir sind überzeugt, dass dieser Trend sich verstärken und fortsetzen wird, und er wird uns bei diesem Vorhaben zugutekommen. Private und kommunale Waldbesitzer haben Sorgen vorgetragen. Ja, das ist richtig, dass sich ein FSC-zertifizierter Staatswald negativ auf ihr Eigentum auswirken könnte. Das möchten wir in jedem Fall verhindern. An der Stelle haben wir es uns als CDU ein Stück schwer gemacht und haben uns daher mit dem Koalitionspartner auf einige Rahmenbedingungen verständigt. Wir wollen mit den Ökopunkten aus den stillgelegten Waldflächen nicht den Markt überschwemmen und anderen an dieser Stelle das Leben schwer machen. Wir wollen über die Mitgliedschaft des Landesbetriebes in den Steuerungskreisen von FSC darauf hinwirken, dass die Standards dort praxisgerecht und sinnvoll entwickelt werden. Wir wollen die vorhandenen Spielräume, die FSC durchaus uns an die Hand gibt, nutzen, damit die Forstwirtschaft weiterhin gut und effizient stattfindet. Das gilt insbesondere für die Baumartenwahl, bei der wir auch unter FSC-Standards flexibel und wirtschaftlich vernünftig arbeiten können. Wir machen den privaten und kommunalen Waldbesitzern keine Vorschriften, uns zu folgen und ebenfalls diese Zertifizierung vorzusehen. Manche Kommunen machen das aber bereits, andere nicht. Beides ist uns, und das will ich hier auch deutlich sagen, beidermaßen in Ordnung. Wir stärken den privaten Waldbesitz durch die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für den Vertragsnaturschutz im Wald über die Natura 2000 Stiftung. Dadurch können wir den privaten Waldbesitzern mehr und bessere Angebote in diesem Bereich machen. Kommen Sie bitte zum Ende. Ein letzter Satz. Den Landesbetrieb stellen wir finanziellen Ausgleich für das, was er an Verlusten zu tragen hat, zur Verfügung. Und uns ist es insofern auch ein gutes Vorhaben, weil viele Dinge, die wir jetzt hier umsetzen, müssten wir durch andere Dinge, nämlich einer neuen Richtlinie für die Bewirtschaftung im Staatsforst oder die Biodiversitätsstrategie der Bundesregierung eh umsetzen. Alles in allem waren das Gründe, weshalb wir gesagt haben, wir tragen die FSC-Zertifizierung mit. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Schäfer-Gümbel für die SPD-Fraktion. Forstpolitischer Sprecher Norbert
Ja, ich sehe schlecht, aber ich höre gut. Es ist schon in der Fraktion gelegentlich ein Problem. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will vielleicht mal ein bisschen anders beginnen, mit Blick auch auf die Besucher. Sie werden wahrscheinlich nicht so richtig verstanden haben, um was es hier geht. Es geht darum, dass der Hessische Wald eine ziemliche Bedeutung hat in diesem Bundesland und wir über die Frage reden, wie wird er eigentlich in Zukunft bewirtschaftet und welche Rolle soll er spielen. Und um das vielleicht einmal aus unserer Sicht zu erläutern, der Wald ist für uns nicht nur Rohstofflieferant, sondern er ist auch Naturschutzraum und er ist Bildungs- und Erholungsraum. Und im Rahmen dieser Diskussion um FSC, das ist ein bestimmtes Siegel, geht es schlicht und einfach darum, zu überprüfen, ob bestimmte Kriterien eingehalten werden. Und das ist der wesentliche Punkt dabei. Es wird anschließend kontrolliert. Er überwindet also die Selbstverpflichtung, Selbstbindung. Und das führt gelegentlich zu Konflikten, und über die reden wir jetzt gerade. Damit, dass, Herr Bellino, ich erkläre manchmal Leuten, wenn ich den Eindruck habe, dass sie nicht ganz nachvollziehen können, über was hier geredet wird, was wir gerade machen. Meine Vermutung ist, Herr Bellino, meine Vermutung ist, das könnte möglicherweise auch für den einen oder anderen Abgeordneten gelten, weil die Debatte, die hier gerade geführt wird, die verwundert mich schon ein bisschen, weil sie ja eher dem Prinzip folgt, am Ende des vierten Regierungsjahres von Schwarz-Grün nach dem Motto, am Abend werden die Faulen fleißig. Warum? Warum? Weil ja offensichtlich ist, und zumindest in den Erklärungen von Herrn Arnold wird das ja auch immer noch einmal spürbar, dass es einen substanziellen Konflikt in dieser Frage auch in der Koalition gab und gibt, über die Frage, ob FSC das richtige Konstrukt ist, ob das, was in den vergangenen Jahren im Wald passiert ist, richtig ist oder ob man es neu aufsetzen muss. Jetzt haben Sie sich offensichtlich nach 4 Jahren unterschiedlichen Gutachten, diversen Auseinandersetzungen darauf verständigt, dass Sie mit Blick auf den 28.10. diesen Jahres, also den Landtagswahltermin bis zum Sommer diesen Jahres, endgültig eine Entscheidung treffen. Jetzt kommt Frau Feldmayer und erklärt, jetzt wollen wir mal schauen, ob der Schlingerkurs der Sozialdemokratie vorbei ist und wie Sie sich verhalten. Ich will Ihnen klar sagen, unser möglicher Schlingerkurs, wie Sie es beschreiben, hat etwas damit zu tun, dass wir Sachen zu Ende denken. Und dazu würde ich gerne 3 kurze Bemerkungen machen. Deswegen will ich gerne 3 kurze Bemerkungen machen, Frau Feldmayer, weil die Frage des Siegels selbst, löst bestimmte Problemstellungen nicht. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass wir seit 4 Jahren auch in dieser Regierungskonstellation darüber streiten, ob der Personalabbau und die Reviervergrößerungen bei Hessen-Forst weitergehen oder nicht. Und wenn Sie das Thema FSC und Nachhaltigkeit ernst meinen, dann wird es nicht alleine reichen, Herr Landau, dass man nur die Zertifizierungskosten und Kontrollkosten von FSC kompensiert, indem man auf die Ausschüttungen in Zukunft verzichtet, das sind ja ungefähr dieselben Größenordnungen, sondern dass der Personalabbau bei Hessen-Forst nicht nur gestoppt wird, sondern dass Personal endlich wieder aufgebaut wird, damit nachhaltiges Wirtschaften möglich wird. Das ist regelmäßig Teil der Debatten in der Landesbetriebskommission, und alle Fachleute beraten Sie auch genau in diesem Punkt. Der zweite Punkt ist, und da finde ich, hat die FDP zu Recht darauf hingewiesen, es ist absurd, und deswegen bin ich froh, dass Sie die Mitgliedschaft bei FSC jetzt anstreben nach 4 Jahren. Es ist absurd, dass wir eine FSC-Zertifizierung in Teilen von Osteuropa bekommen, deren Kriterien mitnichten vergleichbar sind mit dem, was hier unter FSC läuft, und damit unfairer Wettbewerb entsteht zulasten von Beschäftigten in Deutschland. Und dazu habe ich bisher nichts gehört, und das gilt dann am Ende auch für das Thema, das darüber hinausgeht. Das ist nämlich die Frage, wie wir mit den anwachsenden Bewirtschaftungskosten bei Hessen-Forst für die Kommunen umgehen und ob es eine wirkliche gemeinsame Strategie für den hessischen Wald, der Staatswald ist, der Kommunalwald ist, der Privatwald ist.
Und das, was Sie in den letzten 4 Jahren in diesem Bereich angerichtet haben, ist nichts anderes, als Sie Ihre politischen Auseinandersetzungen miteinander ausgetobt haben. Aber von nachhaltiger Waldbewirtschaftungsstrategie in diesem Sinne habe ich bisher zu wenig gesehen. Wir wollen das jedenfalls ändern. Herzlichen Dank. Das Wort hat Frau Staatsministerin Hinz. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! Also, Herr Schäfer-Gümbel, Sie haben ja für die Anwesenden, vor allen Dingen wahrscheinlich Schülerinnen und Schüler, gut erklärt, worum der Streit heute oder die Debatte geht. Sie haben die, glaube ich, aber einigermaßen ratlos dahingehend zurückgelassen, was eigentlich die Position der SPD zur FSC-Zertifizierung ist. Das hätten Sie doch einmal erklären sollen. Also, mal dafür und mal dagegen, und so genau weiß man es nicht. Also, das ist weiterhin der Kurs. Das ist weiterhin der Kurs der SPD, und ich erkläre Ihnen jetzt, dass wir die FSC-Zertifizierung durchführen werden im Staatswald bis zum Sommer, und dass das sowohl ökologisch sinnvoll ist als auch wirtschaftlich sinnvoll. Und insofern ist auch die Überschrift der FDP bezüglich der Aktuellen Stunde völlig falsch. Die ökologisch positiven Wirkungen können Sie aus dem Gutachten, das Ihnen ja vorliegt, entnehmen. Der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, das ergibt vergrößerten Schutz des Grund- und Trinkwassers, die Baumartenwahl, eine größere Naturnähe und Artenvielfalt, die Ausweisung von Naturwaldentwicklungsflächen, eine deutlich ökologische Verbesserung im Hinblick auf Alt- und Totholzarten, die dort ja auch dann ihre Nahrung finden und ihren Lebensraum finden. Und die größeren Rückegassenabstände sind gut für den Bodenschutz und damit dann auch wieder für das Trinkwasser und den Grundwasserschutz. Und aus wirtschaftlichen Gründen sage ich Ihnen ganz klar, ist es sinnvoll, dass wir uns weiter auf den Weg machen mit der FSC-Zertifizierung, weil Unternehmen wie Otto Group, Bauhaus, Obi, Hornbach, IKEA, aber auch Papierindustrie wie z.B. Tetra Pak inzwischen vollständig auf FSC setzen, auch FSC-zertifiziertes Holz aus Deutschland. Und wir kommen sonst ins Hintertreffen bei der Vermarktung. Und deswegen hat es auch wirtschaftliche Gründe, weshalb wir auf die FSC-Zertifizierung setzen. Und ich sage Ihnen ganz klar, unsere Försterinnen und Förster haben damit kein Problem. Die Hälfte der Forstämter ist bereits zertifiziert, und das machen die gut. Es gab keine Probleme bei der Zertifizierung, bei der Auditierung. Und insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass das auch für die weitere Hälfte der Forstamtsbezirke gilt. Und natürlich ist es wichtig, dass wir auch die weiteren 2% Waldfläche ausweisen für die unbeeinflusste Waldentwicklung. Das steht nicht nur in Einklang dann mit dem FSC-Standard 3.0, sondern auch mit der Biodiversitätsstrategie des Bundes. Und die ist entwickelt worden, als die FDP noch mit in der Bundesregierung war. Komisch, komisch, dass Sie damals gar nicht dagegen waren. Also, die FDP ist in Sachen Naturschutz und Waldschutz so unglaubwürdig, dass man ihnen gar nicht mehr abnehmen kann, wo sie jetzt eigentlich stehen. Sie können aber jedenfalls versichert sein, dass die Hessische Landesregierung sich darum kümmert, dass der Wald als Erholungsraum zur Verfügung steht, für den Klimaschutz zur Verfügung steht, aber auch natürlich als
natürlich auch dafür zur Verfügung steht, dass weiterhin Holz geerntet wird, weil wir natürlich auch noch Holzmöbel wollen und nicht nur in Beton und Stahl leben wollen, meine Damen und Herren. Es ist auch wirtschaftlich sinnvoll, bessere Mischbestände zu haben, gerade wenn Sie jetzt, weil die Frau Knell ja darauf hingewiesen haben, durch den Sturm Friederike einen Haufen Schäden haben. Das sind Fichten, die umgefallen sind, alles Flachwurzler. Und es ist wichtig, eine Vielfalt von Baumarten zu haben und vor allen Dingen standortgemäß und auch darauf achten die entsprechenden Gutachter bei der FSC-Zertifizierung, dass wir klimaresiliente Wälder haben. Das ist der Wald der Zukunft. Den wollen wir haben, dafür die FSC-Zertifizierung. Dafür gibt es auch eine hohe Glaubwürdigkeit für dieses Siegel. Und die Bürgerinnen und Bürger Hessens wissen das auch zu schätzen, weil sie immer mehr nachfragen, wie ihr Wald eigentlich bewirtschaftet wird. Und der Staatswald ist ein Bürgerinnen- und Bürgerwald, und auch dem kommen wir nach. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sind jeder Fraktion noch einmal 32 Sekunden zugewandert. 32 Sekunden. Das war schon ganz gut getimt, keine Frage. Insofern will das auch keiner jetzt. Dann bleibt es dabei. Jetzt kommen wir zur Abstimmung. Ich rufe auf zur Abstimmung den Top 44. Bitte? Alle beide in Ausschuss. Da besteht Konsens, damit ist das so beschlossen.